die ist immer da. Da muss man sich erstmal befassen mit diesem, mit dieser gewaltigen Lehre, ja. Die Triade, also die unzerstörbare Dreiheit für die Reinkarnationen, da kann man sagen, da ist eine gewisse Lebenszeit oder ein langes Leben auf diesen höheren geistigen Ebenen, falls sie denn auch so während des physischen Lebens aktiviert wurden. Und mit entsprechender Energie, zum Beispiel dem Studium der Lehre, versehen wurden. Also die Vierheit, kann man sagen, das geht weg. Der niedere Mensch. Denn der besteht ja aus sozusagen oder wurde hervorgebracht von kosmischen, physischen Gesetzen, Substanzen und wurde daraus sozusagen entwickelt, beziehungsweise, und wir benutzen ja das Wort entwickelt immer sehr vorsichtig, ja, er wurde darin eingewickelt, ja, das kann man sagen. Und unterliegt natürlich den physischen, physiologischen, psychischen Gesetzen. Die beherrschen die ganze Menschheit, da können wir schwarze Magie und auch weiße machen, so viel wir wollen, ja. Also man kann die Lebensdauer eines normalen Menschen, ich kann jedem Menschen die Zukunft voraussagen. Ich kann sagen, irgendwann stirbst du. Und zwar, ja, innerhalb, wenn ich jetzt also einen 20-Jährigen sehe, werde ich sagen, also in 100 Jahren wirst du wohl nicht mehr da sein. Ja? Wenn ich es genauer sage, sage ich in 200 Jahren. Natürlich kommt die Zeit, wo eine Menschheit viel älter wird, dieser Entwicklungszustand oder diese Situation ist ja schon mehr und mehr da, dass die Menschen immer älter werden. Also man kann das berechnen, wie ein Ingenieur etwas berechnet. Das unterliegt den zeitlichen Gesetzen, Evolutionsgesetze und Perioden, die ja stimmen. Man darf ja die Lehre der Evolution nicht ganz verwerfen, meine Lieben. Ich sage es immer wieder, die Wissenschaft ist gut, wenn sie es nur zulassen würde, dass die andere Seite, die geistige, die monadische, mit einberechnet wird als treibender Faktor für die Bewegung der Materie. Die Materie bewegt sich nicht von selbst, sondern sie ist der Bewegungsvorgang von Wesenheiten, deren Hülle die Materie ist. So ist dann richtig. Ich kann sagen, dass ein Meister bis zu 400 Jahren alt wird oder älter. Ja, aber irgendwann dann mal ist auch diese Sache beendet und er wendet sich dann neuen Hüllen zu, wo er auch immer mag. Seht mal. Wir haben, ich bleibe jetzt mal bei unserem Körper, Gehirn, Nerven, Blut, Knochen, Lymphe, Muskeln, Sinne, Tätigkeitsorgane und die Haut, ja? Aber wir haben auch einen feinstofflicheren Menschen. Der besteht aus dem Astralkörper, aus den Emotionen, Wünschen und das Lebensprinzip, das haben wir ja gesagt, Prana, Jiva. Wir sehen also hier, dass der Mensch eben vielfältig ist. Und wenn wir wissen, was ihm schädlich ist oder in welche Richtung er sich nicht entwickeln sollte, dann wird er da eben vorsichtiger sein. Er wird plötzlich ganz vorsichtig sein, was er denkt und so weiter und so fort, was er fühlt. Und wenn er es fühlt und er weiß, es ist schädlich, ja, dann wird er es meditativ betrachten und sagen, nein. Und wird nicht das Gefühl unterdrücken, um Gottes Willen. Seht ihr, das ist so wichtig, dass man sich richtig lang darüber unterhält. Denn manche werden sagen, ich fühle mich jetzt gerade unglücklich. Nein, ich bin nicht unglücklich. So macht man es nicht, so funktioniert es nicht. Man beobachtet, man zieht sich zurück auf einen Zustand des erkennenden Schauens. Beispiel, ich bin in einem wilden Wald, da sind viele wilde Löwen. Soll ich mich jetzt da unten hinstellen zu den Löwen und sagen, die gibt's gar nicht? Zack, fressen sie mich auf. Oder andere wilde Tiere. Was mache ich? Ich suche mir einen Hochstand. Falls der da ist in dem Vergleich. Ja? Jetzt gehe ich da hoch. Ich weiß immer noch, dass die Löwen da sind. Aber ich bewege mich raus und schaue auf sie nieder. So muss man auf seine Gefühle und auf seine schlimmen Gedanken, und die alle Menschen mehr oder weniger haben, schauen. Man zieht sich plötzlich meditativ zurück. Man beobachtet das Aufsteigen dieser Emotionen und gibt ihr beim nächsten Mal nicht mehr nach. Zum Beispiel Gewaltanwendung und sowas. Deshalb müsste ein jeder
Gute Psychiater und Psychologe und Jugendberater müsste Meditation lernen und lehren. Lernen und lehren. Und wenn der gewalttätige Jugendliche, nehmen wir mal ein Beispiel, denn die Gewalt verbreitet sich ja enorm, wenn der dann anfangen würde zu meditieren, würde es ihm vielleicht irgendwann einmal gelingen, wenn er wieder dieses Verlangen nach Gewalt in sich aufsteigen fühlt, es zu beobachten, so lange bis es wieder verschwindet. Es nicht auszuleben. Darum geht es, meine Lieben. Und ich kann ein Verlangen, natürlich kann ich eine Gewalt, die ich in mir fühle, kann ich ausleben, kann jemand erschlagen, ja, kann ich machen. Und dann ist das wieder vorbei. Dann könnte man danach sagen, jetzt fühle ich mich besser, weil die Gewalt, diese Gewalt, dieses Gefühl weg ist. Natürlich nicht, man fühlt sich wahrscheinlich schuldig oder auch nicht. Aber überwinden kann man so etwas so nicht. Auch nicht, indem ich hier nach der Methode einiger Psychologen und Physio- und Psychotherapeuten mir einen Knüppel nehme und damit irgendwo gegen einen Sandsack schlage. Ja, ja, da werde ich eine Weile die Aggression los, aber die kommt ja wieder. Am besten beherrscht man solche Sachen, indem man sie beobachtet, meditativ, indem man sich ihrer Entstehungs- und Vergehungsnatur bewusst wird. Und dann wird der junge Mensch irgendwann einmal, wenn wieder diese Situation an ihn herantritt und er sich ein bisschen geübt ist in der Meditation, wird er sagen, hopp, da ist es schon wieder. Er wird es aufsteigen fühlen, er wird sagen, jetzt mache ich mal einen Versuch, kann das nächste Mal wieder was anderes tun. Ich beobachte das mal. Und er beobachtet es und tatsächlich, es geht wieder weg. Hoppla, wird er sagen, das ist ja Anatta. Und das bin ich ja gar nicht. Das ist etwas, ja, wo kommt das her? Na, da muss er sich mit der Lehre befassen. Er hat wahrscheinlich viele Leben lang in diese Richtung zugelassen, dass sein Anatta stärker ist als sein Atta. Er hat den Trennstrich nicht gefunden, meine Lieben. Aber wie soll denn jemand ohne die Lehre das verstehen und ohne empirische Erfahrung in der Meditation? Dafür ist Seelenatmenmeditation da. Nicht nur, dass wir uns toll fühlen und sagen, ah, und dann sagt man, jetzt kann ich wieder, wunderbar, jetzt kann ich wieder fressen und saufen oder irgendwas machen, sondern das ist eine therapeutische Sache, meine Lieben, die Meditation. Die hilft uns, mit unserem Anatta fertig zu werden, Schritt für Schritt, nicht auf einmal. Es mag sogar sein, dass es bei den ersten Versuchen noch schlimmer wird. Kundalini steigt auf und so weiter. Das muss man alles wissen. Da steht aber alles in dem Büchlein drin. Seelenatemmeditation. Es gibt jetzt auch ein Hörbuch. So, wir wissen also jetzt, wenn wir den siebenfältigen Menschen betrachten, dass der physische, materielle Mensch noch eine zweite Ebene hat, die zwar für das physische Auge nicht sichtbar ist, aber ist dennoch materiell, ist auch der Auflösung unterworfen. Die Menschen sind aber heutzutage gewohnt, nur das wahrzunehmen und sozusagen zu akzeptieren, was sie als real sehen. Ja, demzufolge dürften sie eigentlich sagen, dürften sie gar nicht sagen, es gibt die Luft, die kann ich ja auch nicht sehen. Ja, da hat man sich schon ein bisschen angeglichen, sagt, na ja, ich kann sie nicht sehen, aber es gibt sie. Und so, meine Lieben, gibt es noch viel mehr, was unsere Sinne nicht wahrnehmen können, was wir aber durch die Meditation erfahren können, empirisch. Man kann sogar die Aura sehen. Es gibt Aurafotografie sogar schon. Also diese Dinge werden übrigens immer sichtbarer, weil immer mehr Äther in das System fließt, in unser Solarsystem. Ja, das bringt uns dann auch wieder zur Pyramide. Die wird dann nicht mehr viereckig sein oder vierkantig, sondern fünfeckig. Warum? Weil das ja auch die Elemente bezeichnet. Und das fünfte Element ist nun mal der Äther. Die wirklichen Organe, bitte jetzt zuhören, sind gar nicht die Augen, das Ohr, die Nase, die Zunge, das Gehirn. Das sind nicht die Organe. Die wirklichen Organe liegen aurisch, sind aurisch. Ihre Entsprechung ist nur der physische Körper. Entsprechung. Das sind sozusagen die mechanischen äußeren Instrumente, sind die Sinnesorgane, ja? Die physisch sichtbaren und fühlbaren sind mechanisch äußere Instrumente, welche koordinieren zwischen Natur
und inneren Organen. Ja? Und wenn ein Mensch natürlich im Astralkörper ungeheure, schlimme Energien hat, dann wird er die natürlich auf den physischen übertragen. Ja? Dann sind eigentlich diese Strukturen übertragen sich dann und der Physische reagiert entsprechend. Ich sehe keine andere wirkliche Möglichkeit. Natürlich gibt es Psychologie, Psychiatrie, Medizin, das ist an sich nicht alles schlecht. Man soll wieder aufpassen, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aber wenn jemand die 7 Prinzipien kennt und die Lehre davon und sich sogar sagt, ohne dass er das vielleicht kennt, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, ich wollte das gar nicht, ich habe es getan. Ja, wie kann er denn ohne diese Lehre überhaupt klarkommen? Da kann doch nicht Jesus kommen und sagen, ja, ich helfe dir. Natürlich sind wir sowieso beschützt von Wesenheiten auf Ebenen, die das karmisch tun, soweit das ihr Karma erlaubt. Aber die Wahrheit wird euch befreien, sagt Jesus. Das kann doch nur diese Lehre von der Siebenfältigkeit des Menschen, der eben nicht nur aus dem physischen Körper besteht und so weiter. Da ziehen wir uns zurück auf die Kontrollfunktion, auf diesen Hochstand, den ich erwähnt habe. Von da aus schauen wir runter auf die Tiere. Und nun stellt euch mal vor und denkt mal, was geschieht, wenn wir lange genug da oben sind und die Tiere wollten uns fressen. Und nehmen wir an, in dem Gleichnis oder Vergleich, wir können da oben einige Zeit aushalten. Irgendwann gehen die weg. Meine Lieben, genauso ist es mit der therapeutischen Meditation, Seelenatemmeditation. Wenn wir uns jeden Tag ein bisschen auf diesen Hochstand bewegen, jetzt als Beispiel, und immer weiter beobachten, dann verschwindet das Niedere. Warum? Es hat keinen Halt mehr. Es hat keine Wahlverwandtschaft mehr. Es hat keine Schwingungsgleichheit mehr. Bitte meditiert jeden Tag. Befasst euch mit der Lehre und geht auf Distanz, nicht auf Unterdrückung. Ja? Auf Distanz zu euren Leidenschaften, was sie auch immer sein mögen. Übrigens, wenn ihr anfangt, euch damit wirklich zu befassen und meditiert, dann kommen vielleicht noch ganz andere Sachen auf, von denen ihr nichts wusstet. Da muss man mutig sein. Da geht's ans Eingemachte, meine Lieben. Denn ihr wisst ja, größer als jemand und mutiger und stärker und heldenhafter als jemand, der in der Schlacht 100.000 Gegner besiegt, ist jemand, der sich dran macht, auf den Weg macht, seine eigenen Schwächen zu besiegen. Es gibt keinen härteren, aber auch keinen heldenhafteren Kampf. Und der Sieg, meine Lieben, ist wahre Unsterblichkeit. Euer Lanou.